Ja, liebe Gäste, ein erlesenes Publikum, ein kleines, aber feines Publikum. Sie sind nicht nur Gäste, Sie sind eben heute auch Zuhörer und Zuhörerinnen, aber eben auch Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir müssen mit allen Sinnen heute arbeiten. Ich möchte Sie auf drei Wegen quasi heute ungefähr eine knappe Stunde lang zu diesem Altar führen. Diese drei Wege werden sich des Öfteren kreuzen, manchmal auch parallel zueinander laufen. Wir wollen mal schauen. Drei Wege stehen am Anfang meiner Überlegungen, nämlich die Frage, was sehen wir da eigentlich vor uns, so ganz allgemein? Und wer ist denn der Verantwortliche? Und was sehen wir im Einzelnen, im Detail? Und wie hängt das mit unseren Verantwortlichen zusammen? Folgen Sie mir also ein wenig quasi mit den Augen. Was sehen wir also hier vor uns? Nein, es geht jetzt nicht hier um unsere Mensa, es geht nicht um den Altartisch, an dem und auf dem die liturgischen Handlungen vorbereitet und vollzogen werden. Um den geht es nicht. Es geht um das, was darüber steht. Es geht um den Altaraufsatz, das Altarretabel. Es geht um einen Flügelaltar. Oh, das sind große Worte. Und was sehen wir schon? Die Cherubim und Seraphim und die ganze Hierarchie der Engelsscharen dieses Werk tragen. Aber was sehen wir denn eigentlich wirklich? Erst einmal doch eine Kiste. Hier ein geöffneter Schrein, ganz ohne Figuren aus dem Dom von Bardowiek. Eine Kiste aus Holz mit zwei Deckelhälften zum Zumachen. Einmal, zweimal. Klappt, geht es zu. Auf der Innenseite sind unsere Deckel bemalt. Und in der Kiste steht was drin. Figuren, auch aus Holz, bemalt. Und noch einige recht hübsche, na, ich sag jetzt mal etwas salopp, Deko. Wir könnten auch sagen, wir sehen einen aufrecht gestellten Schrank mit zwei Schranktüren. Oder einen nicht allzu tiefen Kasten, einen Holzkasten, den man öffnen und schließen kann. Nee, das ist nicht pietätlos. Das ist im Gegenteil ganz respektvoll gesprochen gegenüber all denjenigen, die dieses Werk und so viele, viele andere geschaffen haben. Wie viele verschiedene Handwerker und Kunsthandwerker waren da nicht dran beteiligt? Grenzüberschreitend. Lassen Sie uns deren Beitrag doch auch einmal ehren. Sie alle sind namenlos geblieben, aber ohne sie und ihre Kooperation und Organisation des Kunsthandwerkbetriebes gäbe es keines dieser Werke, vor denen wir heute ehrfürchtig stehen bleiben und staunen. Das fängt schon bei den Waldarbeitern und Holzfällern an. Da wurde schon entschieden, wann welcher Baum für welchen Zweck möglicherweise geeignet war. Die Flößer mochten die Bäume über Moldau und Elbe, Havel oder Spree zu den Holzhändlern transportiert haben. Und die Brettschneider in den Städten sägten die Balken und Bretter. Der Kistenmacher suchte sich das passende Material aus, hatte vielleicht bereits einen entsprechenden Auftrag oder arbeitete gemäß seinen Erfahrungswerten verschiedene Größen auch auf Vorrat. Er musste entscheiden. Er musste entscheiden, wie er die Bretter
zu einem wohlgestalteten Kasten zusammenfügen würde. Das, was Sie da sehen, ist dies hier. Oben und unten, rechts und links. Ein wohlgestalteten Kasten, der ein würdiges Gehäuse sein würde, die Statuen von Heiligen zu präsentieren. Entschied er sich für einen Rahmenzarkenspiegel oder für eine Schwalbenschwanzzinkung oder für verkeilte Zapfen? Würde er die Rückwand nur aufnageln, zum Beispiel mit Holznägeln? Würde er die Nägel so versenken, dass das Brett keine Erhöhung aufweisen würde? Oder würde er die Bretter doch lieber auf Gärung arbeiten und im besten Fall damit ganz auf Nagelung verzichten? Passgenau musste alles sein. Nicht geschlampt und nicht geschlurrt. Es sind die Spuren von Hobeln, Sägen und Hämmern, die die Kunsthistoriker und Restauratoren da die richtigen Erkenntnisse bringen, wenn es zum Beispiel vor der Restaurierung eines solchen Altarretabels darum geht, zu wissen, welche Entscheidungen der mittelalterliche Handwerker einstmals getroffen hatte. Warum ist mir das mit dem Holz so wichtig? Weil wir mittlerweile durch Vergleichsuntersuchungen auch mit anderen brandenburgischen Altarretabeln wissen, Dr. Peter Klüvener, der heute das Stadtmuseum in Zwickau leitet, hat da bahnbrechende Forschungen angestoßen. Wir wissen, dass das Holz der Altarkiste und das Holz der Figuren aus ganz unterschiedlichen Regionen kommt. Die Kisten, oder sage ich es jetzt doch etwas vornehmer, die Holzschreine wurden aus brandenburgischen Kiefern hergestellt. Die Figuren dagegen aus Hölzern, die in Mittelgebirgen wachsen, wahrscheinlich in Böhmen gewachsen sind. Wir sind noch lange nicht bei unseren vornehmen, heiligen Frauen. Wir sind immer noch beim Kasten. Wenn der Kistenmacher, der auf Altargehäuse spezialisiert war, etwas auf sich hielt, konnte seine Werkstatt mehr als nur Bretter zusammenfügen. Dann mochte er in bescheidenem Ausmaß auch Schnitzer sein. Schnitzereien in Serienproduktion herstellen. Vielleicht machten das aber auch andere Werkstätten. Und damit möchte ich Ihren Blick lenken. Ja, bitte. Ja, okay. Möchte ich Ihren Blick lenken auf das hölzerne Maßwerk, das für unsere Figuren die Nischen andeutet, in die sie dann eingepasst werden. Wie filigrane Spitzenvorhänge lassen Sie jeweils eigene Räume im unteren Teil entstehen und lenken gleichzeitig durch die Führung der Bögen den Blick auf das Zentrum einer solchen jeweiligen Abteilung. Jeder Abteilung eine eigene Figur, eine eigene Erzählung und doch alle zusammengehalten wie ein geöffneter Theatervorhang, das Geschehen auf der Bühne zusammenhält. Es ist wunderbar, dieses goldfarbene Maßwerk, nicht wahr? Wir nennen es auch Baldachin oder Schleierbretter. Dazu kamen in die Kiste auch noch Konsolen für die aufzustellenden Figuren, Pilaster oder Klötzer, so nennt man die Dinger. So etwas wie Abstandhalter zur Hinterwand und gleichzeitig Möglichkeit der besseren Befestigung der später eingesetzten Figuren, um ihre Standfestigkeit zu erhöhen. Hier bei unserem Rathenow-Altarretabel hat man es sich etwas einfacher gemacht. Statt Abstandhalter zur Rückwand sind die Figuren an der Rückseite ganz flach und können dadurch problemlos hinten anlehnen. Es war meist das Holz von Laubbäumen, das hier zum Einsatz kam, über die Flüsse herbeigeflößt und schon allein deshalb teurer, hochwertiger als die Kiefernbretter. Noch einmal zur Maßwerkschnitzerei. Schauen Sie mal genauer hin. Das Maßwerk wiederholt sich in ganz vielen Mustern. Das ist Serienarbeit. Und die Kunst bestand darin, die vorgefertigten Teile, die Stäbe, die Fischblasen, die Rosetten, die Windberge eben so zusammenzusetzen, dass der Betrachter eine harmonische Abfolge filigraner, hölzerner Spitzenvorhänge sah. Harmonisch, aber nicht langweilig.
Denn schauen Sie genau hin, wir haben natürlich eine Mitte, das Zentrum des gesamten Spitzenvorhangs, unter dem Maria steht. Und das etwas abweichend gestaltet ist, etwas breiter und eine Abteilung schaffend, die auch einer etwas größeren Figur Platz bietet. Eine solche serielle Produktion vorgefertigter Einzelteile findet sich übrigens auch noch an anderer Stelle, nämlich in dem hölzernen Rahmen. Da sind nicht einfache glatte Kanten, sondern da sind Stäbe und Kehlen eingearbeitet, vorgefertigte Holzstücke, die jeweils nach Bedarf zugeschnitten wurden. Der Kunsthistoriker und Restaurator Gerald Garacek hat die Konstruktion von Retabeln aus dem Brandenburger Umfeld untersucht und er hat seine Ergebnisse 2015 veröffentlicht. Und in Anlehnung an einige bereits bestehende Untersuchungen macht er den Versuch, Kistenmacherwerkstätten zu bestimmen, beziehungsweise solche Werkstätten, die offenbar aufgrund gleicher Arbeitsweise als diejenigen auszumachen sind, die für bestimmte Altäre bzw. Kirchen gearbeitet haben. Damit geht auch die Aufwertung der Kiste bzw. des Schreins Hand in Hand. Geben wir also einem Kunsthistoriker einmal das Wort. Ich zitiere: Die Kiste diente dem Gesamtkunstwerk Retabel nicht nur der Aufnahme des ikonografischen Programms, also der dargestellten Formszenen, und der wechselnden liturgischen Anforderungen. Vielmehr stellte sie den Repräsentationsrahmen dar, der mit seiner Proportion und der teils architektonischen und floralen Ausgestaltung das Eingericht, also der Skulptur und Malerei, in ein würdiges Bühnenbild setzt. Zitat Ende. Kiste bzw. Schrein sind demnach vergleichbar mit einem guten und passenden Rahmen für ein Bild, das eben durch diese Rahmung eine besondere Ausstrahlung bekommt. Sie kennen das aus anderen Zusammenhängen. Die Rahmen von Bildern können im schlechtesten Fall die Bilder geradezu erschlagen, wenn sie unpassend, zu klein, zu groß, zu wuchtig, zu geziert sind. Und der Rahmen kann auch ein Zeichen von Reichtum oder von bestimmten Vorstellungen sein. Unsere Kiste, unser Schrein, unser Gehäuse ist fertig. Aus Brandenburger Kiefer gearbeitet, bereit, gefüllt zu werden. Altäre des späten Mittelalters, um das auch noch zu sagen, waren übrigens Massenware. Und eines der führenden Produktionszentren war Flandern. Dort war man auf diese Dinge spezialisiert, man nahm Aufträge entgegen und war versiert darin, den Vorstellungen der Auftraggeber entgegenzukommen. Vielleicht gab es sogar so etwas wie Musterbücher. In den Transportlisten der Hansekaufleute jedenfalls findet man Hinweise darauf, dass sie auch heilige Bildnisse in Flandern ein- und in den Hansestädten wieder verkauften. Da war es dann für einen sicheren Transport wohl besonders wichtig, dass ein solcher Altar sicher in seine einzelnen Bestandteile zerlegt und ohne Schwierigkeiten an seinem späteren Bestimmungsort wieder zusammengesetzt werden konnte. Doch jetzt stellt sich wirklich die Frage, wieso ein solch kostbarer Altar, dessen Füllung, also die Figuren, mit großer Sicherheit von böhmischen Schnitzern gearbeitet worden waren, warum ein solcher Altar gerade in Rathenow? Und damit komme ich zum zweiten Teil des Vortrags, zu der Frage nach dem Wer. Wir können davon ausgehen, ein kaiserliches Geschenk, fürwahr. Ein Geschenk wohl von Karl IV., Kaiser des Römischen Reiches im späten Mittelalter von 1346 bis 1378. Und ich orientiere mich im Weiteren an dem Buch von Jan Richter, Peter Knövener und Kurt Winkler für das Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte, das sie 2016 herausgegeben haben. Die Mark Brandenburg wechselte des Öfteren ihren Herren. Von den im Bewusstsein stets präsenten Hohenzollern, die dann zu Preußen wurden, davor gab es immerhin die Askanier, die auch noch ziemlich präsent sind, weil es eben die ersten waren, aber sie starben bereits 1319 aus. Die bayerischen Wittelsbacher in Brandenburg so gut wie vergessen. Und eben die Luxemburger, die aufgrund von geschickter Heiratspolitik ein Standbein im Westen hatten, eben in der Gegend des heutigen Luxemburg, und ein Standbein im Südosten in Böhmen.
Warum hatten Sie Interesse an Brandenburg? Es ging nicht um Brandenburg. Es ging um die sogenannte Kurstimme von Brandenburg. Also eine Stimme von sieben, die bei der Wahl des jeweils nachfolgenden Königs des Deutschen Reiches mitsprach. Es ging also um die Gewinnung einer Wahlstimme. Passt ja eigentlich. Es ging also um die brandenburgische Kurstimme. Karl IV. Gewann Brandenburg und damit die brandenburgische Kurstimme 1373 als König von Böhmen. Er gab sie jedoch direkt an seinen Sohn Wenzel weiter. Zwei Kurfürstenstimmen konnten eigentlich nicht in einer Hand vereint sein. So sah es die damalige Verfassung vor. Also die Bestimmungen, bitte ein weiter, die Karl IV. 1356 zur Wahl des deutschen Königs festgelegt hatte. Ein Dokument, das man aufgrund seines großen glänzenden Siegels, Sie sehen das unten, auch als goldene Bulle bezeichnet und dessen Bestimmungen tatsächlich 450 Jahre bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts in Kraft waren. Damit diese Stimme, trotz der eigentlich eindeutigen Bestimmungen der goldenen Bulle, seiner böhmischen Hausmacht zugute kam, setzte man spitzfindig einen Vertrag auf. Eine untrennbare Erbvereinigung mit den Ländern der böhmischen Krone. Damit war Brandenburg Böhmen zwar gleichgestellt und unabhängig, aber Böhmen war de facto die Schutzmacht von Brandenburg. Bis es dazu kam, kreisten die Luxemburger, so äußern sich die heutigen Historiker, das Kurfürstentum Brandenburg quasi langsam ein. Zum Beispiel mit Diplomatie. 1363 schlossen Karl IV. Einen Vertrag mit dem Wittelsbacher Markgrafen Ludwig, also dem Bayern. Karl selbst und oder seine Söhne sollten als Erben der wittelsbachischen Markgrafen von Brandenburg eingesetzt werden, wenn diese keine legitimen Erben haben sollten. Karl IV. Hatte Glück, denn tatsächlich blieb der Sohn des Wittelsbacher Ludwig mit Namen Otto auch in seiner zweiten Ehe kinderlos. Offenbar hat Karl IV. Darauf gesetzt, die erste Ehe war schon kinderlos, man konnte vielleicht davon ausgehen. 1363 rückte Karl IV. Dann aber trotzdem schon mal von Osten her in die Mark ein. Aber nur selbstverständlich, um die Privilegien des Adels und der Städte zu bestätigen. Wenn man das aber mit entsprechendem Nachdruck tut, Aufmarsch eines Heeres, ließ ein solches Geschenk wohl eher erzittern als Freude bereiten. Das Ganze wogte ein bisschen hin und her, bis dann 1373, also 10 Jahre nach dem ersten Vertrag, die Wittelsbacher endgültig über die Herrschaft über Brandenburg verzichteten. Karl war ein schlauer Kopf. Er wusste, wie man korrumpieren kann. Mit Geld. Den Vertrag von 1373 ließ er sich dann auch etwas kosten. 500.000 Gulden in Form von Bargeld, Renteneinkünften, also Geld, was er erst in Zukunft würde bezahlen müssen, und böhmischen Besitzungen in der Oberpfalz. 1373 wurden die Vertreter des Adels und der Städte nach Frankfurt-Oder zitiert, um erneut ihre Privilegien bestätigt zu bekommen. Karl IV. Trug mehrere Kronen auf seinem Haupt. 1346 die silberne Krone des römisch-deutschen Königs, ab 1347 die böhmische Krone, 1355 die eiserne Krone der Lombardei, die Reichskrone als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ebenfalls, ab 1355 und 10 Jahre später auch noch die Krone von Burgund. Er war Kronensammler. Damit war dann eine fast zusammenhängende Landmacht geschaffen mit Böhmen als dem größten Stück. Elbzugang im nördlichen Teil, ein Oderzugang über die später gegen Frankfurt Oder gerichteten eigenen Übergang bei Fürstenberg und Eisenhüttenstadt und wichtigen Bistümern wie Brandenburg, Havelberg und später dann auch noch Magdeburg. Trotzdem war das hier alles andere als ein Territorialstaat. Auch die böhmische Hausmacht blieb letzten Endes ein Flickenteppich. Oder wie es heißt, Dieter Heimann ausdrückte, ehemals emeritierter Professor aus Potsdam: Die Souveränität des Landesherrn war begrenzt. Als dessen Gegenüber agierten selbstständige Adelsherrschaften, Bischöfe, Klöster und Städte. Zitat Ende.
Ab 1375 ließ er sogleich eine Landesbeschreibung von Brandenburg anfertigen und ein Abgabenverzeichnis, den heute als Märkisches Landbuch bezeichneten Überblick über die Einnahmen aus dem Land Brandenburg. Rathenow, um dies zu ergänzen, hatte Zolleinnahmen zu bieten und abzugeben, Haffezölle, an denen neben dem Herrscher aber durchaus auch der Stadtrat und verschiedene Bürger anteilig beteiligt waren. Aus anderen Zusammenhängen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit wissen wir, dass Rathenow durchaus ein Verkehrsknotenpunkt war. Sicherlich kein ganz großer, aber eben doch einer, den man kannte, zum Beispiel, wenn man auf der Wallfahrt gen Wilsnack war. Unter den Söhnen Karls IV., die andere Prioritäten in ihrem politischen Handeln setzten, wurde die Mark Brandenburg schon wieder aufgeteilt. Unter seinem Sohn Sigismund ging die Mark und die Kurfürstenstimme dann an den Hohenzollern und Burggrafen von Nürnberg, Friedrich VI. Durch Belehnung über. Und da blieb sie dann. Tangermünde hatte Karl IV. Als seinen Residenzort an der Elbe und der westlichen Mark Brandenburg auserkoren. Brandenburg und Havelberg waren wichtige Bistümer. Und Rathenow? Wieso hat Rathenow einen Altar geschenkt bekommen? Vermutlich jedenfalls. Peter Klüver hat das ganz kurz und knapp formuliert. Kunst war ein Teil der Politik, diente der Selbstdarstellung und Reviermarkierung. Mit der Altarschenkung war Karl IV. Dann also auch in Rathenow stets prominent anwesend. Das war ihm wohl wichtig. Nicht, weil er die Städte so liebte, ganz im Gegenteil. Weil er Städte als untergeordneten Stand sah, gleichzeitig aber als einen Stand, aus dem kontinuierlich Finanzen flossen. Um den Städten auf höflich diplomatische Art klarzumachen, wer Herr im Lande war, war also auch eines seiner Anliegen. Und mit Kunst ging das vielleicht ganz gut. Dann musste man nämlich für eine solche Zuwendung, für ein solches Geschenk des Herrschers sogar dankbar sein. Schauen Sie mal hin. Wie sind Sie denn ausgestattet, unsere vier heiligen Frauen, die wir hier sehen? Plus Maria natürlich. Sie sind nicht mit der Palme des Martyriums gekrönt, wie es so oft in heiligen Legenden heißt, obwohl sie es erlitten haben. Es sind Frauen mit Kronen auf dem Haupte, die wir hier sehen. Sie haben die Krone des Martyriums erlangt. Und damit sind sie auch Königinnen. Von allen Dingen sichtbar gemacht als Königinnen. So wie Karl IV. König war. Heilige sind sie auch, ja. Aber eben heilige Königinnen, gekrönte Häupter. Wahrscheinlich sind ganz viele Künstler von Böhmen nach Brandenburg eingewandert. Wahrscheinlich sind auch viele Materialien von Böhmen in die Mark Brandenburg gekommen. Bei einigen künstlerischen Stücken hat man es durch dendrochronologische Untersuchungen, also Untersuchungen von Jahresringen angeschlagenem Holz, nachweisen können, dass sie zum Teil aus der Mark, die Kiefern, zum Teil aber eben auch woanders her stammen und über Elbe, Spree und Havel geflößt wurden. Nach dem Tod Karls IV. Und dem Einsetzen und Desinteresse seiner Söhne an der Mark Brandenburg versank sie, wenn man das ganze Reich im Blick hat, ein wenig in der Versenkung. Man schenkte ihr nicht mehr von königlicher Seite nicht mehr allzu viel Aufmerksamkeit. Peter Knüffler, der sich eben ganz viel mit Kunst in der Mark beschäftigt hat und heute die Museen in Zitter leitet, er hat das ins Positive gewendet. Er schreibt, es zeigt sich, dass im Vergleich zu Böhmen Werke in erstaunlicher Zahl und Qualität erhalten geblieben sind, haben hier doch die Hussitenkriege des 15. Jahrhunderts bei weitem nicht so viel zerstört wie in Tschechien selbst. Die zunehmend nachlassende Bedeutung Brandenburgs in nachmittelalterlicher Zeit tat ihr Übriges zur Erhaltung bei. Die Verarmung weiter Landstriche hat dazu geführt, dass vieles an alter Ausstattung überliefert wurde, das andernorts im Laufe der Jahrhunderte den Erneuerungskampagnen zum Opfer fiel. Anders gesagt, für Modernisierung
gab es in Brandenburg nicht genug Geld. Vielleicht gilt das ja auch für anderes in Brandenburg. Das Negative ins Positive, meine ich jetzt. Von der Natur hat man ja schließlich reichlich. Vielleicht ist sie gut und mit Verstand nachhaltig genutzt, der neue Reichtum dieses brandenburgischen Landes. Aber das nur, vielleicht aber doch nicht ganz nur nebenbei. Und was sehen wir noch? Geschichten sehen wir. Heilige, erbauliche Geschichten. Geschichten, die jeder kennt und die jeder und jede damals kannte. Man musste nicht lesen können, um diese Geschichten zu kennen. Man musste nur schauen können, um diese Geschichten zu erkennen. Alle vier Frauen halten etwas in der Hand. Ihr Attribut, wie die Kunstgeschichtler sagen. Wir könnten auch sagen, ihr Erkennungszeichen. Wie das funktioniert, das ist ganz einfach. Die einzelnen Attribute, diese Erkennungszeichen, lassen in unserem Kopf eine ganze Geschichte aufleuchten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus unserer Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass viele von Ihnen ihrer Kindheit Grimms Märchen gelesen haben oder erzählt und vorgelesen bekommen. Wenn ich Ihnen also jetzt sage, goldene Kugel, welches Märchen fällt Ihnen bei dem Stichwort goldene Kugel ein? Klar. Oder roter und gelber Apfel? Also, ganz klar. Oder machen wir es ein bisschen schwieriger? Kopfkissen. Na bitte, wer hat die Idee? Ich habe es schon gehört. Klar, Frau Holle. Und genau so funktioniert das bei den Attributen der Heiligen. Man sieht das Erkennungszeichen und sofort laufen im Kopf die Geschichten an. Ja? Diese Geschichten mögen manchmal viele Varianten haben. Die Überlieferung ist sehr unterschiedlich. Aber im Kern wird immer dieselbe Geschichte sein. Das nächste bitte. Schauen wir sie uns hier einmal an. Die vier Virgines Capitales, wie sie auch genannt werden. Und die sehr häufig zusammen gemalt und geschnitzt werden. Sie sehen die Parallele. Ja? Ein weiter bitte. Und jetzt gehen wir mal auf so ein Attribut. Das Attribut Körbchen. Gemeint ist Dorothea. Kurz die Geschichte. Am Ende des 3. Jahrhunderts soll sie in Kappadokien gelebt haben. Der dortige Statthalter wollte sie ehelichen, doch sie lehnte ab, weil sie Jungfrau bleiben und nur Christus als ihren Gemahl anerkennen wollte. Beides, das Bekenntnis zum Christentum und die Ablehnung des Heiratsansinnens des Statthalters, brachten sie ins Gefängnis. Sie wurde gefoltert, unter anderem in Dunkelhaft gehalten, die Einzelheiten erspare ich Ihnen, und schließlich zum Tode verurteilt. Als sie mitten im Winter zur Richtstätte zur Enthauptung geführt wurde, rief ihr ein Schreiber zu, ha, lass mir, wenn du deinen Ehemann im Himmel triffst, doch ein paar Blumen und Äpfel zukommen. Und prompt, nachdem sie enthauptet war, kam ein engelsgleiches Wesen zu eben diesem Schreiber und brachte ihm einen Korb mit Rosen und Äpfeln. Und das bei Schnee, mitten im Winter. Und so wurde Dorothea zur Schutzpatronin der Blumen- und Obsthändler und der Bergleute. Wir sehen hier den Korb, den sie hält, nicht wahr? Das ist eben ihr Erkennungszeichen. Und wenn Sie diese Geschichte 2, 3, 4, 20 Mal in Ihrer Zeit in der Kirche von anderen erzählt bekommen, dann können Sie diese Geschichte anlaufen lassen, nur indem Sie das Körbchen sehen. Margarete. Margarete mit dem Wurm. Links, Sie sehen eine etwas ähnliche Darstellung aus St. Petri in Stendal, auch da. Das Erkennungszeichen ist eben dieser Drache in der Hand. Schäferin soll sie, nach einer der Varianten, gewesen sein und durch ihre Schönheit dem Stadtpräfekten aufgefallen sein. Er begehrte sie, wollte sie haben, aber sie wies ihn zurück. Und dafür, vor allem aber, weil sie in heidnischer Umgebung sich zum Christentum bekannte, so die Legende, wurde sie gefangen genommen und auf das Schlimmste mit eisernen Haken und lodernden Fackeln gefoltert. Doch ihre Wunden heilten immer wieder, was andere zum Christentum bekehrte.
Einmal erschien ihr im Gefängnis ein riesiger Drache, der sie lebendig verschlang. In seinem Magen machte sie ein Kreuzzeichen und da zerbirst der Drache. Noch auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung, die letztendlich durch Enthauptung erfolgte, betete sie für alle, die sich in Not an sie wenden würden, insbesondere aber für Schwangere und Gebärende. Und so wurde der Drache ihr Attribut und Margarete diejenige, die man anrief bei Unfruchtbarkeit, bei schwierigen Schwangerschaften, vor einer Geburt, ach, möge doch alles gut gehen. Schwangerschaft, Geburt, Kindbett. Welche Komplikationen konnten eine Frau da nicht heimsuchen? Sie brauchten jemanden, auf den sie vertrauen konnten. Margarete, sie sollte helfen. Wie furchtbar solche Geburtsgeschichten sein können, dafür findet sich hier in Rathenow ein Beispiel. Wenn Sie die Ausstellung zu den archäologischen Grabungen auf der Berliner Straße in der Sparkasse anschauen, da finden Sie dort das Beispiel einer Frau, die zusammen mit ihrem Kind während einer Steißgeburt starb. Der Befund zu dem Skelett, das man fand, ergab, dass die Frau mit weit gespreizten Beinen beerdigt wurde. Die Beine des Kindes schauten bereits aus dem Unterleib heraus, deren Kopf und Arme noch im Körper steckten. Diese Frau hätte die Unterstützung von Margarete sicherlich gut brauchen können. Das nächste bitte. Barbara, Barbara mit dem Turm. Auch sie soll im Vorderen Orient gelebt haben. Ihre Schönheit und ihre Klugheit betörten ihren Vater, der ihr einen Turm bauen ließ, in den er sie einschließen lassen wollte. Als er auf Reisen war, wurde Barbara zum Christentum bekehrt. Sie ließ es sich von einem der berühmtesten Gelehrten ihrer Zeit erklären und von seiner Richtigkeit überzeugen, so heißt es. Und sie ließ den Turm dergestalt verändern, dass er nicht zwei, sondern als Zeichen der Dreifaltigkeit drei Fenster bekam. Ihr Vater war so zornig bei seiner Rückkehr, dass er sie als Christin beim Statthalter denunzierte und sie enthaupten ließ. Bestraft wurde er, der Vater, dadurch, dass er bei der Enthauptung seiner Tochter vom Blitz erschlagen wurde. Der Turm ist ihr Attribut. Und angerufen wird sie von Bergleuten, von Bauleuten aller Art, von allen, die mit militärischen Dingen hantieren, und man ruft sie auch gegen Feuer an. Sehen Sie hier den Turm? Nein, das können Sie nicht. Auf dem Rathenower Altarbild ist der Turm verloren gegangen. Wir rekonstruieren ihn, weil Barbara ebenso oft mit den drei anderen der Virgines Capitalis, diesen Hauptjungfrauen, dargestellt wird. Sie trägt ihn eigentlich in ihrer rechten Hand, aber wir können ihn hier nicht sehen. Das nächste bitte. Katharina, Katharina mit dem Rad. Eine gebildete, gelehrte junge Frau, die in Alexandria mit den größten Gelehrten ihrer Zeit diskutierte. Überzeugte Christin, wollte sie den Weisungen des Kaisers, der ihr natürlich auch wieder einen Heiratsantrag machte, nicht Folge leisten. Sie wurde ins Gefängnis geworfen, mit einem Rad mit eisernen Haken gefoltert, doch das Rad zerbrach und erschlug stattdessen den Folterer. Ihre Wunden heilten, nichts konnte sie brechen und am Ende schlug man ihr den Kopf ab. Ihre Attribute sind das Schwert und das zerbrochene Rad, von dem sie in Rathenow noch den Ansatz sind. Es ist wirklich nur noch eine ganz kleine hölzerne Spur von diesem Rad erhalten. Angerufen wird sie von Mädchen, Jungfrauen, Nonnen, Heiratswilligen und Ehefrauen. Im Mittelalter war sie die Schutzheilige der Ritter, der Ammen, Mägde, Philosophen, Theologen und Gelehrten, Lehrer und Studenten, Redner und Advokaten, Bibliothekare, Wagner, Müller, Bäcker, Töpfer, Gerber, Spinner, Tuchhändler, Seiler, Schiffer, Buchdrucker, Sekretäre, Anwälte, Notare, Waffenschmiede, Schuhmacher, Friseure, Näherinnen, Scherenschleifer und alle Berufe, die mit Rädern zu tun haben. Der Krankenhäuser, der Hochschulen und Bibliotheken, der Feldfrüchte. Man rief sie an bei Migräne, bei Kopfschmerzen, bei Krankheiten der Zunge und bei Sprachbehinderung. Die Verehrung der heiligen Katharina begann spät. Wohl erst zu Ende des 9. Jahrhunderts, verbreitete sich dann, aber rasch und intensiv, wie es ja eben auch die Liste derjenigen Gruppen zeigt, die um ihre Hilfe baten. Sie haben es schon gemerkt, die Virgines Cardinales
haben viele Gemeinsamkeiten. Die Ablehnung von Eheanträgen, das Bestehen auf ihrer Jungfräulichkeit, entsetzliche Folterungen und schließlich die Enthauptung mit dem Schwert, was übrigens auch ein Hinweis darauf ist, dass sie wohl alle als römische Bürgerinnen angesehen werden müssen. Denn der römische Bürger hatte das Privileg, enthauptet zu werden. Deshalb ist Christus auch gekreuzigt worden. Er galt nicht als römischer Bürger. Die Entstehung ihrer Legenden und ihrer Veränderungen vor allen Dingen wäre sicherlich einen eigenen Vortrag wert, aber ich möchte es hier bei der Kurzausführung belassen. Die vier heiligen Jungfrauen flankieren natürlich diejenige, die im Zweifelsfall als Gottesmutter und Himmelskönigin über allen anderen steht. Maria, Helferin in allen Notlagen und auch Namensgeberin natürlich dieser Kirche. Ein zweiter bitte. Die drei heiligen Madel, wie sie auch immer genannt werden, finden Sie nicht nur in Rathenow, plus eine vierte dabei. Sie finden sie auf ganz vielen Altären in Brandenburg und auf ganz unterschiedliche Weisen dargestellt, so wie eben hier auch gestickt. Wenn Sie Protestanten sind oder konfessionslos, so wie ich, mag Ihnen die Verehrung von Heiligen suspekt sein. Die Menschen des Mittelalters waren allen Unbilden des Lebens so ziemlich hilflos ausgeliefert. Es gab so unendlich viele Unwägbarkeiten, Krankheiten, Seuchen, Schwangerschaftsrisiken, Wetterkatastrophen, Kriege, Hungersnöte. Männer und Frauen standen dem schutzlos gegenüber. Und so suchten sie sich einen möglichen Schutz und hofften, ihn bei den Heiligen zu finden, diesen Mittlern zwischen Erde und Himmel, die selbst so vieles und Unterschiedliches mitgemacht und erlitten hatten. So viel und so Unterschiedliches, dass man sie bzw. ihre Kräfte quasi spezialisierte. Und deshalb ruft man für verschiedene Dinge eben auch verschiedene Heilige an. Gegenüber den vier Jungfrauen treten die Apostelgeschichten buchstäblich auf dem Altarbild ein wenig in den Hintergrund. Aber sie sind alle da. Und auch sie, alle mit ihren Attributen, wobei die meisten auch hier auf die unterschiedlichen Folterungen hinweisen, die sie erleiden mussten, bevor sie das Martyrium erlangten und ihnen das himmlische Jerusalem, das sehen Sie ganz oben gemalt, seine Pforten öffnen. Sie kennen alle Petrus mit dem Schlüssel, das ist nun mal keine Foltergeschichte, keine Martyriumsgeschichte, sondern er ist der Schlüsselbewahrer für den Schlüssel. Aber Sie kennen vielleicht die unangenehme Geschichte von Bartholomäus, der mit einem Messer dargestellt wird, weil er gehäutet wurde. Sie kennen die Geschichte von Paulus, der durch das Schwert sterben durfte, weil er nämlich römischer Bürger war. Sie sehen Andreas mit dem Andreaskreuz, auch keine einfache Art des Sterbens. Und Sie sehen ganz links jemanden, der bis heute intensiv verehrt wird, mit einer Muschel in der Hand. Sie sehen ihn hier auch noch einmal links, der Jakobspilger, der eben mit der Muschel dargestellt wird, weil er am galizischen Strand an Land gespült wurde. Die Geschichten, wie er dahin gelangte, sind sehr unterschiedlich, brauchen uns im Moment auch nicht weiter interessieren. Ich möchte Sie aber auf einen besonders hinweisen, nämlich den Johannes. Der Johannes des Rathenower Altarbilds ist ein ganz besonderer Johannes. Eigentlich müsste er der Jüngste der Jünger sein, dem Jesus seine Mutter Maria anvertraute. Naja, und das ist er ja auch, das sehen wir hier ja. Der mit dem jungen Gesicht und vor allem ohne Bart, daran erkennt man ihn immer. Einen Kelch trägt er in der Hand, denn er sollte vergiftet werden, machte aber das Kreuzzeichen über dem Kelch, sodass das Gift entwich und der Trank gereinigt wurde. Die Flamme ist hier das Zeichen für die Reinigung. Aber, und das ist das Besondere hier, der Jünger Johannes verschmilzt auf dieser Darstellung auf dem Altarbild mit dem Evangelisten Johannes.
der aber eigentlich eine ganz andere Person ist und dem zugeschrieben wird, dass er das jüngste Evangelium geschrieben hat, das mit den Worten beginnt: Am Anfang war das Wort. In der Rezeptionsgeschichte, also der Frage, wie sich über viele Jahrhunderte eine Erzählung entwickelt und verändert, verschmolzen in den mittelalterlichen Jahrhunderten diese beiden Gestalten. Immer wieder findet man den Jünger Johannes und den Evangelisten Johannes als eine Person dargestellt. Wie komme ich auf diese Idee, dass das auch hier auf dem Rathenower Altarbild so ist? Durch die Attribute. Johannes der Jünger hat als Erkennungszeichen den Kelch, den Sie hier sehen. Johannes der Evangelist hat als Erkennungszeichen den Adler. Und eben dieser Adler sitzt hier Johannes auf der Schulter. Rathenow ist nicht die einzige Kirche, die diese Verschmelzung zweier Gestalten auf diese Art und Weise zeigt. Ich war zufällig Anfang dieser Woche in Lübeck und dort in der Marienkirche gibt es auch eine solche Johannesdarstellung. Da sitzt der Adler des Evangelisten Johannes dann nicht auf der Schulter, sondern zu den Füßen, in dem Fall besonders klar erkennbar, weil alle anderen Evangelisten auch noch darum herum sitzen, quasi eine Etage tiefer. Ich komme zum Schluss. Ich biete Ihnen natürlich an, wenn Sie mögen, im Anschluss noch mit mir ins Gespräch zu kommen. Ich möchte mir etwas vorstellen. Ich möchte mir vorstellen, dass der König und Kaiser Karl IV. Hier steht. Oder doch wenigstens einer seiner Abgesandten. Ein bisschen abseits. Er denkt, gerade richtig dieses Altarbild. Nicht zu wuchtig, nicht zu groß, nicht zu repräsentativ für das doch eher bescheidene Rathenow. Die Stadtbürger sollten jetzt begreifen, dass es Könige und Königinnen sind, die herrschen. Im Himmel wie auf Erden. Und ich möchte mir vorstellen, dass die Stadtbürger und Stadtbürgerinnen von Rathenow hier versammelt sind und sich sagen, naja, es ist ein Geschenk des Kaisers. Es ist schön und man kann es nicht ablehnen. Und immerhin, es sind Schutzheilige, deren Hilfe wir alle gut brauchen können. Leisten wir diesem Altarbild also unsere gebührende Anerkennung. Und ich möchte mir vorstellen, dass da der Holzfäller aus Brandenburg steht, der die Kiefer für die Kiste gefällt hat. Und der Flößer, der vor 2 Jahrzehnten aus dem Holsteinischen eingewandert ist, der den Stamm die Havel hinuntergeflößt hat. Und der Brettschneider, sein Vater kam aus Westfalen, der die Bretter gesägt hat. Und der Kistenmacher, der die Bretter und alle Teile zusammengefügt hat. Und der tschechische, damals noch böhmische Schnitzer, der die Figuren geschnitzt hat. Hinten ganz flach, damit sie sicher in ihrem Gehäuse stehen. Und vorne, nach der neuen Mode der schönen Madonnen, so ein bisschen gedreht. Und sein Schnitzergeselle aus Prag, der über den Verzierungen geschwitzt hat. Und der Maler und Vergolder aus den niederen Landen, der die Heiligen und die Engel gemalt hat. Immer abwechselnd, auf unterschiedlich farbigem Hintergrund. Und der den heiligen Frauen ein bisschen Rouge auf die Wangen getupft hat. Und die Männer und Frauen, die in den Wäldern und auf den Wiesen, in Bayern und in der Provence, ja sogar an den Stränden des Mittelmeers, die Zutaten für Rot und Grün und Blau und Gelb gesucht haben. Und diejenigen, die Kräuter und Galläpfel und Dornen und Erden und Steine und Fischleisch gekocht, zerstampft, zerrieben, verdampft und verrührt haben. Und diejenigen, die unter Zugabe nicht ganz ungiftiger Stoffe die Goldfarbe angerührt haben. Ich möchte mir vorstellen, dass die alle hier stehen, ganz vorne, dass sie sich anschauen, sich vielleicht die Hände schütteln und sagen, haben wir gut gemacht, nicht wahr? Es ist schön geworden, unser Retabel.
Ist ja auch verdammt viel Arbeit gewesen. Hat sich aber gelohnt. Wollen hoffen, dass Sie es lange in Ehren halten. Das möchte ich mir vorstellen. Vielen Dank. Ich stehe Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. Wissen Sie, aus welchem Holz die Figuren geschnitzt sind? Ist noch nicht untersucht. Das ist das Problem, dass eben viele der brandenburgischen Altarfiguren existieren und einige aus Brandenburg, sind untersucht, aber viele andere sind noch nicht untersucht. Man hat offenbar vielfach Linde, Walnuss und Eiche verwendet. Aber da stehen noch eine Menge Untersuchungen aus. Und ich bin kein Holzspezialist, also da müsste wirklich eine Probebohrung genommen werden und untersucht werden. Kann man denn den Altar wiederherstellen, den Turm, und da fehlen ja auch Arme und sowas, ist das möglich? Die Restauratoren können sehr viel. Er hat gefragt, ob es möglich wäre, den gesamten Altar zu restaurieren, also zum Beispiel auch den Turm der heiligen Barbara. Möglich ist das alles. Es ist eine Frage des Denkmalschutzes, der sich so alle paar Jahrzehnte doch deutlich verändert. Vor einigen Jahrzehnten hätte man gesagt, ja selbstverständlich, wir machen den Altar, der übrigens Anfang des 20. Jahrhunderts so aussah wie da oben, der also schon mal restauriert worden ist. Wir machen den Altar wieder perfekt. Wir machen ihn so, dass man überhaupt nicht sehen kann, der sei irgendwann einmal Schaden genommen hat. Von dieser Form der Denkmalpflege ist man mittlerweile wieder abgekommen. Man sagt inzwischen auch von Seiten der Denkmalpflege, wir müssen eigentlich zeigen, wie sich Dinge verändern. Und wenn wir etwas zufügen, dann muss man sehen können, dass wir es ergänzt haben, dass wir es ersetzt haben. Es ist eine andere Form von Anschauung. Das gilt für Gebäude genauso eben zum Beispiel wie für einen solchen Altar. Also wenn er heute restauriert würde, würde er wahrscheinlich zum Beispiel den Turm der heiligen Barbara natürlich wiederbekommen, aber der Betrachter würde sofort sehen können, dass dieser Turm einmal gefehlt hat, dass er ergänzt werden musste, weil eben vieles von dem, was dieser Altar erlitten hat, sichtbar bleiben soll. Das ist der heutige Ansatz der Denkmalforschung. Es kann sein, dass sich das in zwei Jahren verändert. Wir hoffen das, ja. Aber es ist selbstverständlich möglich, sehr vieles so wiederherzustellen, dass man kaum glauben mag, dass es mal verloren gegangen ist. Aber beim Berliner Stadtschloss bemüht man sich, die Fassade genau so zu machen, wie sie war, dass man nach 10 Jahren nicht mehr erkennen kann, dass alt oder neu ist. Das ist also auch eine Form des Denkmalschutzes. Also die Denkmalschützer sind da wohl nicht ganz einer Meinung. Die Denkmalschützer sind da überhaupt nicht einer Meinung. Und es sind immer noch Glaubenskämpfe und Glaubenskriege, genau, die da geführt werden im Denkmalschutz, wie man denn restaurieren soll. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass man darüber diskutiert, wie möchte ich es haben, denn das ist letzten Endes auch eine politische Aussage, die ich da treffe. Möchte ich Veränderung sichtbar machen? Möchte ich auch zeigen, welche Schäden etwas genommen hat? Vielleicht sogar auch erklären, warum es diese Schäden gegeben hat? Oder will ich so quasi alles übertünchen und damit eine heile Welt, eine komplette unangetastete Welt entstehen lassen im Auge des Betrachters? Das sind Diskussionen, die da geführt werden müssen. Ich persönlich finde es gut, wenn darüber diskutiert wird und dann natürlich auch möglichst viele daran beteiligt werden. Das gehört dann natürlich mit dazu. Ich habe eine ganz andere Frage, nicht direkt zum Altar. Ich wohne hier noch nicht so lang und habe aber viel über Rathenow gelesen. Und ich schätze den Kaiser Karl IV. Sehr und habe gelesen, aber ich weiß nicht mehr wo, also es war nicht im Internet, dass Rathenow der Tochter von Kaiser Karl V. als Hochzeitsgeschenk geschenkt wurde. Jein, also man kann Städte nicht komplett
verschenken. Man kann aber zum Beispiel einen Teil ihrer Einnahmen verschenken. Ja? Also das habe ich geschrieben, in dem Buch steht das. Und da haben wir das geschrieben, dass der Kaiser Karl der Vierte die Tochter Katharina heiratete 1366 den Markgrafen Otto den Fünften und nach der Hochzeit hat er ihr etliche Städte in der Mark Brandenburg geschenkt und die Steuern konnte sie behalten. Und sie hat sich bei jeder Stadt bedankt, so steht es in einer wissenschaftlichen Arbeit eines tschechischen Forschers auch drin, und hat jeder Stadt irgendwas geschenkt und uns hat sie diesen Altar geschenkt, also nicht der Kaiser direkt, sondern die Tochter. So, also das schreibe ich auch immer und publiziere ich. Daher haben Sie das gelesen. Aber es zeigt natürlich sehr gut, mit welcher oder mit wie wenig Respekt eigentlich die Luxemburger mit den Städten umgegangen sind. Die Städte waren für die Luxemburger in erster Linie Einnahmequellen. Es war eine Dynastie, die sehr stark auf die Hierarchien setzte und da stand nun mal oben der Herrscher, darunter standen die Kurfürsten, dann kamen sämtliche adlige Herren. Irgendwann kamen dann auch mal die Städte und Sie können sich vorstellen, wo dann die Landbevölkerung gestanden hat. Das war ein sehr klares städtisches Denken. Ich denke, das war überall so. Es war in England so und es war in Italien so und in Frankreich. Also ich denke, das war... Ich würde Ihnen da widersprechen. Also gerade Sie haben Italien als Beispiel genannt. Es gibt auch schon im 14. Jahrhundert ganz andere, also es gibt Alternativen zu diesem rein hierarchisch aufgebauten Territorium. Es gibt Alternativen zum Beispiel in den Stadtrepubliken Oberitaliens. Bei allen Problemen, die diese Stadtrepubliken hatten, die auch ihre Stände ausgebildet haben, aber sie hatten eben doch, wie eben auch hier in die Städte, ihren eigenen Rat. Also man hat schon versucht, da auch die Politik, die städtische Politik in die eigenen Hände zu nehmen. Auch die flandrischen Städte sind da wirklich ein leuchtendes Beispiel dafür, wie sie trotz aller Bevormundung auch durch ihre Stadtherren eigene Politik bestimmt haben und sich durch ein sehr, zum Teil sehr kompliziertes System von Räten und Zugewählten eine eigene politische Position erkämpft haben. Natürlich nicht zuletzt, weil sie auch eine große wirtschaftliche Macht darstellten. Das muss man immer mit dazu bedenken, dass das Gros der Steueraufkommen oder ein großer Teil des Steueraufkommens kam aus den Städten. Und das ist bis heute ist Wirtschaft immer eine große Macht. Auch noch so. Ja. Weitere Fragen von Ihrer Seite? Ich habe ein paar Fragen. Ja, nicht Luft holen, sagen. Ja, also bei vielen Führungen, die wir hier machen, spielen die Männer eine größere Rolle. Wir wissen ja doch, dass wir heute ein anderes Klientel zu bedienen haben. Die Frauen waren Nothelfer, die Männer damals zur Zeit der Entstehung waren doch hoffentlich mehr als nur Staffage. Aber eben keine Nothelfer. Doch, es sind 14 Nothelfer und das verteilt sich ziemlich gut zwischen Männern und Frauen. Es gibt aber eben, das muss man sagen, es gibt eben beide. Es gibt weibliche und männliche Nothelfer und es gibt Nothelferinnen, die für ganz unterschiedliche Dinge von Männern und Frauen angerufen wurden. Es ist auffallend bei den Luxemburgern, dass sie sehr, sehr viele Altäre in Auftrag gegeben haben oder verschenkt haben, wo es vor allen Dingen Königinnen sind, heilige gekrönte Häupter, weibliche gekrönte Häupter, die da vorstellig gemacht werden. Wenn man sehr hintenrum denken würde, würde man sagen, ja, Karl der Vierte war jemand, der eine ausgesprochen geschickte Heiratspolitik betrieben hat. Und ihm war möglicherweise klar, dass er einen Gutteil seines Einflusses seinen Heiraten und damit seinen Ehefrauen zu verdanken hatte. Aber das ist, glaube ich, sehr hintenrum gedacht. Also möchte ich auch eigentlich nicht in erster Linie so tun. Aber es ist eben auffällig, dass gerade im 14. Jahrhundert, wo wir ein Jahrhundert haben, das mit unglaublich vielen Seuchen zu tun hat, das heißt also damit auch der Notwendigkeit, die Bevölkerung wieder
aufzustocken, einfach weil so viele zum Beispiel während der großen Pest gestorben waren, dass möglicherweise die weiblichen Heiligen, insbesondere diejenigen, die eben für Geburten, Schwangerschaft, Kinderbetreuung und so weiter zuständig waren, dann auch verstärkt auf die Altäre rücken. Das ist so noch nicht untersucht worden, das ist also eine reine These, die ich hier aufstelle, ich kann sie nicht belegen. Aber es ist erstaunlich, dass eben doch recht viele weibliche Heiligen im 14. Jahrhundert zur Ehre der Altäre gelangen, und zwar dergestalt, dass sie dargestellt werden, dass sie als Figuren präsent sind. Aber bei Karl dem IV. Eben nicht so jemand, der aus dem städtischen Milieu stammte oder aus dem klösterlichen Milieu. Wäre ja denkbar gewesen, gibt es zahlreiche Beispiele, dass es eben weibliche Heilige gab, die nicht also in grauer christlicher Vorzeit, sondern in der eigenen Gegenwart gestanden hätten. Aber die werden nicht von ihm ausgewählt, sondern er lässt Königinnen darstellen. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt hier. Jetzt versuche ich auf die Frage, die ja manchmal ganz ungeschminkt gestellt wird, warum sind die Männer bloß gemalt und die Frauen geschnitzt? Eine volkstümliche Antwort zu finden. Im Grunde genommen haben Sie eben darüber gesprochen, aber ich muss es bloß ein bisschen einfacher dann versuchen zu formulieren, wenn diese Frage kommt. Und die kommt ja immer mal wieder. Weil hier auf diesem Altar in der Tat die Heiligen mit ihren Attributen als das große Bildprogramm, das Erzählprogramm dargestellt wird und die Apostel rechts und links davon auch mitspielen, aber hier nicht die zentrale Aussage treffen. Hier ist es eben Maria mit ihren vier großen Virgines Cardinales, die hier dargestellt wird. Das ist das Programm. Jeder Altar muss sich ja ein Programm setzen. Sie finden immer wieder die großen Altäre, in denen Geburt Christi, Tod Christi, Himmelfahrt dargestellt. Das ist auch ein Programm. Ja? Oder Sie haben die großen Marienaltäre mit den sieben Leiden und den sieben Freuden Mariens. Das ist auch ein Programm. Ja? Hier haben Sie eben ein anderes Programm, was sich der Schnitzer bzw. ein Auftraggeber überlegt hat. Und das ist die Darstellung der Hauptheiligen, der Nothelferinnen in einer Zeit, wo Hilfe dringend gebraucht wurde, ohne aber die biblische Geschichte als solche mit den Aposteln völlig zu vernachlässigen. Sie sind ja da. Ja, es ist also eine Geschichte, die auf mehreren Ebenen quasi spielt. Es ist das Alte Testament mit der Christusgeschichte bzw. hier den Aposteln. Und es ist die folgende Geschichte des Christentums, das weiterlebt über die Christusgeschichte hinaus, nämlich in denjenigen, die den christlichen Glauben für sich adaptieren, in Leben bis eben hin zur Hingabe des Lebens, wie es hier bei den vier Jungfrauen, die aber allesamt zu Königinnen erhoben werden, gezeigt wird. Es sind einfach andere Programme. Ich finde es eigentlich sehr bemerkenswert, dass, obwohl es eigentlich ein Marienaltar ist, also eigentlich Frauen eine zentrale Rolle spielen, trotzdem noch sechs Männer abgebildet sind und da mal eine Überzahl sind. Eigentlich ja zwölf. Eigentlich ja zwölf, weil ja auf den Außenseiten waren ja die anderen noch. Ja. Also von wegen ohne Männer geht es nicht. So kann okay. Man es auch sehen. Also es ist kein Altar feministischer Ausrichtung. Sondern da bleiben schon noch alle Ebenen erhalten. Und immerhin die zwölf Apostel, da ist nicht ein einziges Mädel bei. Da ist nicht der Apostel. Ja, hier sind es ja nur sechs, aber immerhin. Maria ist die Himmelskönigin und diese Kirche ist Maria gewidmet und dem Heiligen Andreas. Genau, der ist ja auch da. Es gibt noch Schriften, wo steht, dass auf der unteren Konsole 12 Abbildungen drauf war. Kennen Sie die? Nee. Ich kenne leider bislang nur diese Darstellung. Ja, also wird gesagt, das ist aber verloren gegangen. Man vermutet, dass es die 12 Apostel waren, die da abgebildet worden sind. Aber das ist also ja man kann davon ausgehen, dass es in der Tat nur ein Torso von Altar ist. Aber wie möglicherweise
der Rest des Programms ausgesehen hat, erschließt sich nicht so ohne weiteres. Wenn dann von Ihrer Seite keine weiteren Fragen sind, erlauben Sie mir ein allerletztes Wort zum Schluss. Morgen ist der 26. Mai und morgen sind die Wahllokale für Sie als Rathenur und Rathenurin und für Sie als in Europa lebende und Wahlberechtigte geöffnet. Sie können ganz groß wählen für all das, was Sie hier vor Ort ganz direkt angeht. Und Sie können ganz klein wählen und vielleicht nicht in allen Einzelheiten durchblicken, nämlich Ihre Abgeordneten zum Europaparlament. Europa ist nicht perfekt. Ist es auch nie gewesen. Wird es auch nie sein. Aber der Gedanke europäischer Gemeinsamkeiten, nach dem Zweiten Weltkrieg mit den römischen Verträgen begonnen und bis heute fortgeführt, nicht immer leicht zu verstehen.